Okay, und das hier pendelt definitiv um die 60 rum. Das heißt, das ist gar nicht so ein guter Plan. Hier könnte ich noch was machen. Zack. So. Wir haben noch Alkohol. Mal theoretisch. Könnte ich dann nochmal so eine Krüppelfarm hinsetzen? Könnte ich. Wird dem anderen ein bisschen Zeug wegnehmen, aber ich könnte. Würde uns das Spiel mit dem Alkohol ein bisschen erleichtern. Die Kosten aber auch steigern. Nee, nee, also wie gesagt. Wie viel ist die Auslastung? Die Auslastung geht nicht mehr über 60, also. Nee. Das war. Genau. Das war. Nie meine Philosophie und, ja. Euer Volk braucht einen Arzt. Mein Volk braucht einen Arzt. So. Schauen wir hier nochmal. Okay, der Alkohol wächst gemütlich. Wir könnten wirklich da hinten noch mal so ein Ding hinbauen, aber wir wollen ja bei unserer Bilanz eigentlich ein bisschen bleiben. Also wir wollen ja nicht endlos aufsammeln, wobei wir von den Betriebskosten eigentlich unter unseren Steuereinnahmen liegen. Also das liegt gerade wirklich an den Einkäufen, warum wir so eine miese Bilanz haben. Es ist eigentlich fast sympathisch. Das heißt, ich würde es jetzt noch so ein bisschen laufen lassen. Genau, ich würde es so ein bisschen laufen lassen. Vielleicht setze ich hier wirklich noch eine kleine. Einfach um das Alkoholgefühl meiner Bevölkerung zu befriedigen. Alkoholbedürfnis. So. Dann würde ich da ja. Quasi da ja. Da. Gut, dann waren das ein paar Felder zu viel. Da oben könnte ich noch eins hinsetzen. Ich kann natürlich auch so sagen. Dann hätte ich. Naja, ob ich da mehr Felder hätte, weiß ich nicht. Nee, ich mache das so, dann würde ich da oben noch ein Feld hinsetzen. Ich hätte halt weniger Überschnitt. Auf der anderen Seite. So. Du. So, meine kleinen Bürgerchen. Ist ja schön, dass ihr euch so alle hier einfindet. Gut, also wie gesagt, wir lassen das jetzt ein bisschen wachsen, dann bauen wir da noch eine Zuckerrohrplantage hin. Und dann sollte uns das ein bisschen die Finanzen aufpäpeln. In der Hoffnung, dass wir genug Alkohol produziert bekommen. Aber mit dieser dritten Zuckerrohrplantage sollte das eigentlich klappen. Mit den drei Zuckerrohrplantagen produzieren wir dann wahrscheinlich genauso viel Alkohol wie üblicherweise oder typischerweise mit Wein. Insofern passt das dann schon. War halt ein bisschen doof. Ich hätte halt wahrscheinlich hier irgendwie zwei hinsetzen können, irgendwie verteilt. Das hätte dann auch geklappt. Hier unten zum Beispiel. Aber fürs Erste soll uns das reichen. Und der Alkohol wächst zumindest immer noch.
Tiddle, Tim, Tiddle, Toddle, Toodle, Toddle, Teddle, Tiddle, Toddle, Toodle, Tiddle, Toddle, Toodle, Teddle, Tiddle, Toddle, Toodle, Teddle. Euer Volk wünscht eine Kirche. Ja, was mein Volk nicht so alles will. Mich interessiert viel mehr, was ihr so... Okay. Kirche sein. Das wäre dann quasi das, was wir bräuchten, um zum nächsten Aufstieg zu kommen. Welche Gewürze kriegen sie ja erstmal nicht. Und Kakao ist, glaube ich, erst Kaufleute. Und mit Kaufleuten wäre schon alles paletti. Was ist eigentlich mein Auftrag? Wie viel brauche ich? 1500 Einwohner. Eure Siedlung beherbergt nun über 300 Einwohner. So, wie schaut's denn gerade aus mit dem Alkohol? Okay, der ist noch bei 5. So, und dann würde ich doch jetzt hier mal die nächste hinbauen. So war's, ne? Ja. So, dann sollten die alle so ein bisschen Verschnaufpause haben, wenn sie eh alle nur so bei 60% rumkrebsen. Sollte uns auf jeden Fall die Alkoholversorgung sichern. Ein Badehaus sorgt für Hygiene. Ja, stimmt, sie brauchen ja auch noch das Badehaus. Also mit Kirche allein tut sich's nicht. Verdammt. Nee. Okay. Stimmt, da war was. Der... nicht mehr, ne? Nee. Gut, wie gesagt, ich würde es ein bisschen laufen lassen. Einfach damit wir ein bisschen Kapital aufbauen und uns strategisch ein bisschen ausrichten können. Weil irgendwie sollte ich ja demnächst mal vielleicht hier unten dieses Zipfelchen noch einnehmen und hier oben dieses Zipfelchen und hier hinten könnte ich auch noch irgendwas bauen. Und ich muss dann ja eh noch mir so Gedanken drüber machen, wie das denn alles weitergehen soll, insbesondere mit den Lebensmitteln. Das war ja, wie gesagt, die nächste Problematik. Und wenn ich da Lebensmittel sehe, dann würde ich fast mal sagen, wird es Zeit für Rinderfarmen. Also, dann würde ich den da einsetzen und den so nochmal so rum, genau.
Also den dahin und den dahin. Einmal, zweimal. So, und dann bräuchten wir ja einen Metzger. Wo setze ich denn den hin? Wahrscheinlich wirklich dahin, oder? Der Metzger war ja hier. Metzger, Metzger, Metzger. Wahrscheinlich einfach wirklich hierher. Also eher daher. Ja, das könnte fast Sinn machen. So, und dann würden wir die Versorgung unserer Bevölkerung mit etwas mehr Lebensmitteln sicherstellen. Wie gesagt, es war so ein bisschen, dass wir jetzt halt so eine Mini-Insel haben. Aber ich bin der Meinung, diese gelbe Insel da oben, die war von Anfang an so niedrig. So. Einmal und der andere bitte auch noch. Zweimal Hallo Metzger. Geht ja gar nicht. Das ist ja schon in Verarbeitung. Ich finde es so ein bisschen interessant, dass diese Dinger in Verarbeitung nicht wirklich angezeigt werden. Ja, ich bin schon wieder sehr ruhig. Einfach weil, wie gesagt, das Spiel ein bisschen, wie sage ich denn das? Jetzt eigentlich wirklich mal ein bisschen Wartezeit benötigt. Und deswegen würde ich jetzt wirklich sagen, an der Stelle gebe ich uns auch die Wartezeit. Deswegen würde ich an dieser Stelle jetzt mal ein bisschen offscreen weitermachen. Und dann wahrscheinlich vielleicht einen Zusammenschnitt von signifikanten Ereignissen machen, die ich jetzt auch erstmal gar nicht groß kommentieren werde. Vielleicht werde ich später mal ein bisschen was nachvertonen. Das werden wir dann sehen. Wie gesagt, jetzt geht es erstmal wirklich darum, unsere Stadt ein bisschen aufzuhebeln und polieren und die Versorgung meiner Bevölkerung sicherzustellen. Ja, jetzt waren sie plötzlich auch Kakao, genau, jetzt fangen die Probleme an. Wie auch immer, ich bedanke mich an dieser Stelle erstmal für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann in wahrscheinlich einem Zusammenschnitt wieder. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Ciao, iaui.